Nicht die Passwörter filmen. In der Schule hatte ich ein T-Shirt, auf dem stand, Technologie muss dazu dienen, den Einzelnen zu befreien. Jahrelang verstand ich das nicht wirklich, aber heute bin ich echt froh, dieses Shirt getragen zu haben. Denn so denke ich heute noch immer. Ich bin Daniel Mross. Heute ist der 3. Mai 2012. Als ich studierte, kam das Internet groß raus. Jetzt kommt Bitcoin. An sich nur eine Technologie auf Basis des Internets, aber sie bietet so viele Möglichkeiten. Ein reines Experiment ohne Garantien. Vielleicht ist es reine Zeitverschwendung. Es gibt so viele Konzepte und Ideen an dieser Schnittstelle von Technologie, Philosophie und Politik und allem. Dabei zu sein macht Spaß. Es ist irre, aber es macht Spaß. Die erste Frage lautet, was ist Bitcoin? Bitcoin kann ich nicht in ein paar Sätzen erklären. Es zu verstehen dauert, ebenso wie es gedauert hat, bis wir das Internet verstanden haben, damals 1994. Das kleine A mit dem Ring drumherum. At? Genau. Sie sagte, es wäre about. Oh. Das Internet ist das riesige Computernetzwerk, das immer größer wird. Allison, kannst du das Internet erklären? Als das Internet in Fahrt kam, studierte ich an der Virginia Tech Computerwissenschaften. Es ist unglaublich, wie sich die Welt damals verändert hat. Ben, bereit fürs Spiel? Ich rede noch mit meinen neuen Kajakfreunden. Kajakfreunde am Computer? Ich habe jetzt America Online. Die gleiche Innovation sehen wir jetzt wieder. Mit Bitcoin. Die schlauesten Leute im Raum sind am aufgeregtesten deswegen. Was sehen Sie darin? Das Internet veränderte die Kommunikation weltweit. Bitcoin verändert, wie Geld funktioniert. Man hat quasi seine Bank in der Tasche. Hey, wollt ihr was Geheimes kaufen? Eine neue Banknote kommt ins Gespräch. Bitcoin, das Geld der Zukunft. Bitcoin wurde als Alternative zum Banksystem entwickelt. Wir befinden uns in einer ernsten Finanzkrise. Die Regierung reagiert entschlossen. Anders als die meisten Währungen kommen Bitcoins anhand fester Regeln in Umlauf. Es ist Geld, dessen Wert nicht durch eine zentrale Instanz manipuliert werden kann. Auch mit noch so vielen Gewehren können Regierungen die Mathematik nicht verändern. Selbst wenn man 2 plus 2 bedroht, ist es trotzdem 4. Die Vorstellung globalen, dezentralen Geldes ist faszinierend. Und genau das entsteht. Der Geburtstag meines 5-Jährigen. Erste Runde Burger geschafft, zweite kommt gleich. Die ersten Burger sind fertig. Runde 1. Dan liebt Ideen. Bitcoin ist perfekt. Wie kann ich die Welt verbessern und gleichzeitig ein Nerd sein? Ich unterstütze ihn die meiste Zeit bei all dem Irrsinn. Eliza und ich kennen uns seit dem College. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet und leben in meiner Heimat Pittsburgh mit unseren 3 Jungs. Ich habe als Datenbankadministrator gearbeitet. Aber seit ein paar Jahren bin ich von Bitcoin besessen. Bitcoins entstehen durch das sogenannte Mining. Ich baue Computer, um Bitcoins zu minen. Endlich kühlt es etwas ab. Dann regt sich meine Frau nicht so über die Hitze im Keller auf.
Da laufen immer noch die Mining Rigs. Direkt da unten, wenn ihr es sehen wollt. Hier sind sie. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine revolutionäre Technologie, die Zahlungen über das Internet auf neue Art ermöglicht. Es ist wie ein offenes Buchhaltungssystem, in dem tausende Computer weltweit gemeinsam den Besitz digitalen Tokens, den Bitcoins, verwalten. Schickt man jemandem Bitcoins, wird die Transaktion an das gesamte Netzwerk gesendet. Die bestätigte Transaktion wird in einem öffentlichen Ledger verzeichnet, der Blockchain. Die Blockchain verzeichnet sämtliche Bitcoin-Transaktionen von Anfang an. Sie ist im ganzen Netzwerk verteilt, wodurch letztlich alle die Buchhaltung übernehmen. Die meisten Währungen werden von einer zentralen Behörde verwaltet, die den Nachschub regelt. Bitcoin ist Peer-to-Peer, es gibt keine Zentralstelle. Stattdessen werden Bitcoins an Benutzer ausgestellt, die die Transaktionen verarbeiten. Man spricht von Bitcoin-Mining. Bitcoin-Miner sind spezialisierte Computer, die die Transaktionen innerhalb der Blockchain prüfen und verzeichnen. Als Belohnung erhalten die Miner Bitcoins. So gelangen neue Bitcoins in Umlauf. Das System ist so programmiert, dass nur 21 Millionen Bitcoin entstehen können und die Mining-Belohnung mit der Zeit sinkt. Das führt zu einer vorhersehbaren Versorgung durch Knappheit. Daher ist Bitcoin quasi digitales Gold. Die erste Währung des Internets. Jeder kann sie benutzen. Mit Bitcoin kann man beliebige Geldsummen versenden, an jeden, überall auf der Welt, so einfach wie eine E-Mail. Mein Bruder Nick ist Filmemacher. Da ich seit Monaten unaufhörlich von Bitcoin rede, wollen wir es nun aufzeichnen. Die kleine Kamera brauchen wir nicht. Schadet nicht. Lass sie lieber da. Ich habe schon so viel Ausrüstung. Echt vollgestopft. Ach was. Da hinten rein. Ich war von dem Erfolg des Bitcoin überzeugt. Und damit war ich nicht alleine. Ich habe meine Schlüssel in der Tasche festgemacht. Bitcoin wurde wohl unter Pseudonym von einem gewissen Satoshi Nakamoto erfunden. 2009 von einer fiktiven Person namens Satoshi Nakamoto erfunden. Halloween 2008 postete jemand namens Satoshi Nakamoto etwas auf einer Kryptographie-Mailingliste. Ich habe ein neues elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System ohne Vermittlerinstanz entwickelt. Es war ein White Paper verlinkt, in dem Satoshi ein neues Zahlungssystem für das Internet vorschlug. Er beschrieb ein System auf Peer-to-Peer-Basis mit Proof of Work und Verschlüsselung über öffentliche Schlüssel. Computerwissenschaftler hatten seit Jahren versucht, auf diese Weise digitales Geld zu erschaffen. Satoshi kombinierte das auf revolutionäre Weise. So erfand er Bitcoin. Es gibt keine Aufzeichnungen über Nakamoto vor der Erfindung von Bitcoin. In seinem Profil gab er sich als 34-jähriger Mann in Japan aus. Zwar ist Satoshi Nakamoto ein japanischer Name, doch schrieb er in perfektem Englisch und scheute keine Mühen, seine Identität zu verschleiern. Dennoch erkannten Programmierer auf der ganzen Welt das Genie seiner Idee und arbeiteten mit ihm zusammen an der Weiterentwicklung von Bitcoin. Im Oktober 2009 erschien der erste Wechselkurs. Ein US-Dollar entsprach 1309 Bitcoin. Bitcoins waren billig und wurden im folgenden Jahr für Bruchteile eines Cents gehandelt. Im Frühjahr 2010 versuchte ein Mann aus Florida, etwas mit Bitcoin zu kaufen. Er bot 10.000 Bitcoins, wenn ihm jemand Pizza kauft. Ein Mann in London nahm den Handel an und bestellte ihm per Ferngespräch zwei Pizzen von Papa John's. Dies gilt als der erste Austausch von Bitcoin gegen materielle Güter. Bitcoin nahm Fahrt auf. Doch um groß rauszukommen, mussten die Coins einfach verfügbar sein. Die Tokyoter Tauschbörse Mt. Gox stieg als erste in den Markt ein. Das Handelsvolumen wuchs. Im November 2010 waren bereits 4 Millionen Bitcoins abgebaut und der Wechselkurs erreichte zeitweise 50 Cent pro Coin. Der Markt erwachte zum Leben und zeigte das Potenzial von Bitcoin als Währung.
Das ist Julian Assange. Er und seine Kollegen sammeln und veröffentlichen geheime Informationen. Die Veröffentlichung von 250.000 Dokumenten des Innenministeriums bringt das Land in die Zwickmühle. Nach der Veröffentlichung vieler geheimer US-Botschaftsdokumente blockierten die Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal und Western Union Spenden an WikiLeaks. Ein Artikel auf PC World beschrieb Bitcoin als Möglichkeit, die Spendensperre für WikiLeaks zu umgehen. Einer der letzten Posts von Satoshi kommentierte den Artikel. Unter anderen Umständen wäre die Aufmerksamkeit schön gewesen. WikiLeaks hat in ein Wespennest gestochen und der Schwarm kommt. Kurz darauf verschwand Satoshi aus dem Forum und kam nie zurück. 2 Monate später entstand die Webseite Silk Road. Ein anonymer Online-Schwarzmarkt für Drogen und andere illegale Waren. Sie nutzte fast ausschließlich Bitcoin, was es fast unmöglich machte, die Spur des Geldes nachzuverfolgen. Silk Road geriet ins Visier des Senators Charles Schumer. Er war entsetzt und drängte auf ein hartes Vorgehen gegen die Seite. Heroin, Opium, Cannabis, Ecstasy, psychedelische Drogen. Unglaublich! Währenddessen stieg der Wechselkurs stetig weiter. Im Februar 2011 waren Bitcoin und US-Dollar gleich viel wert, was neue Benutzer und Spekulanten auf den Plan rief. Im Juni war der Preis auf 31 Dollar geschossen, bevor er gnadenlos abstürzte. Während des Kurssturzes wurde Mt. Gox gehackt, was das Vertrauen der Investoren erschütterte und den Preis bis Oktober auf 2 Dollar fallen ließ. Bitcoin-Fans bewahrten die Hoffnung, während Zweifler rückblickend in Blogs und Artikeln über Bitcoin herzogen. Viele dachten, es wäre vorbei, Bitcoin wäre am Ende. Ich habe gestern Nacht einen Bitcoin gekauft. Echt? Das ist die Zukunft. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht echt an. Was echt ist, wird sich ändern. Du wirst es sehen. Ich habe heute 2700 Bitcoins an Butterfly Labs geschickt. Ich habe einen eigens gebauten Bitcoin-Mining-Supercomputer gekauft. Wenn Bitcoin scheitert, ist alles, was ich habe, wertlos. Meine Bitcoins, die Computer, die Mining-Systeme, alles verschwendetes Geld. Wenn es Erfolg hat, wird es sich lohnen. Die Bitcoin-Wirtschaft war wie der Wilde Westen und zog Hacker und Betrüger magisch an. Über die Jahre wurden Zehntausende Bitcoins gestohlen, so auch 2012. Man musste aufpassen. Es gibt keinen Schutz vor Bitcoin-Diebstahl. Sie sind dann unwiederbringlich weg. Nach monatelanger Stagnation stieg der Bitcoin-Preis jedoch wieder. Der Bitcoin-Preis ist jetzt bei 7 Dollar. Schöne Steigerung diese Woche. Zum Jahresende verkündete die Blog-Webseite WordPress, sie würde nun Bitcoin annehmen. Anfang 2013 kündigte auch das Forum Reddit Bitcoin-Unterstützung an. Sie waren die ersten großen Seiten, die Bitcoin akzeptierten und Meilensteine auf dem Weg zum Mainstream. Bitcoin ist die subversivste Technologie des Planeten und wächst überall auf der Welt. Im Erfolgsfall, wenn das Experiment weiter wächst, hilft es nicht nur uns hier in den Staaten, sondern allen Menschen auf der Welt. Als der Bitcoin-Preis wieder seinen vorigen Höchststand erreichte, besuchte ich eine libertäre Konferenz in New Hampshire. 20% verloren und 20% gewonnen. Alles in 20 Minuten. Irre! Libertäre zählen zu den ersten Nutzern von Bitcoin. Eine Währung ohne Zentralbanken ist für diese Gruppierung besonders reizvoll. Als ich davon erfahren habe, dachte ich, es wäre das perfekte Geld. Das ist eine Bitcoin-Adresse. Die lange Zeichenfolge ist die Kontonummer, auf der die Bitcoins lagern. Beim Versenden oder Erhalten werden die Bitcoins an diese Adressen verschickt. Sie sind zu lang, um sie sich zu merken, also bietet sich ein QR-Code auf dem Handy als einfache Lösung an. Bitcoins lassen sich auf 8 Dezimalstellen herunterbrechen.
Man kann also mit Bruchteilen eines Bitcoins jeden Geldbetrag versenden. Alle Bitcoin-Transaktionen sind öffentlich einsehbar. Jeder kann die Beträge sehen, ohne die Identität des Senders zu kennen. Das ist einer der ersten Bitcoin-Geldautomaten. Man scannt einfach seinen QR-Code mit dem Handy, steckt die Dollar rein und drückt auf den Knopf. Zack, fertig. Perfekt. Jetzt hat man statt wertlosem Papier echtes Geld. Die Notenbanken werden wir nicht abschaffen können. So etwas schaffen wir nicht. Aber wir werden sie umgehen können. Das geht. Die Reaktion der Regierung macht mir Sorgen. Sie können es nicht zerstören, aber sie können die Entwicklung behindern. Wenige Wochen später erreichte am anderen Ende der Welt die Finanzkrise in Zypern den Höhepunkt. Zypern steht kurz vor der Insolvenz. Europa hat Hilfe zugesichert, aber nur, wenn Zypern Bankkonten plündert, um schnell an Geld zu kommen. Menschen versuchen, ihr Geld abzuheben, doch der elektronische Zahlungsverkehr ist eingestellt. Nie hätte ich das erwartet, dass sie sich erniedrigen würden, Geld von den Bankkonten des Volkes zu stehlen. Die Bevölkerung Zyperns vertraute den Banken und wurde verraten. Als das bekannt wurde, nutzten Bitcoin-Anhänger dies als Beispiel, warum eine Währung außerhalb der Kontrolle der Regierung erforderlich wäre. In Zypern entstehen ja jetzt Bitcoin-Geldautomaten. Und plötzlich wird Bitcoin attraktiv. Während der Ereignisse in Zypern verkündete die US-Staatskasse ihre Meinung zu Bitcoin. Das Netzwerk gegen Finanzkriminalität, FinCEN, veröffentlichte einen Leitfaden zu virtuellen Währungen. Dieser besagte, dass Bitcoin an sich nicht illegal sei. Es fügte sich eines zum anderen. Die Lage in Zypern zeigte Bitcoins Funktion als finanzielle Absicherung, während Investoren die Zustimmung der Behörden als grünes Licht sahen. Das äußerte sich auf dem Markt in einem steigenden Wechselkurs. Nach den allerersten Nutzern kommen jetzt die anderen frühen Nutzer dran. Bitcoin wurde international bekannt und bekam immer mehr und mehr Aufmerksamkeit. Das ist eine interaktive Live-Weltkarte. Die Linien zeigen, wo Bitcoin-Nutzer gerade die Bitcoin-Software nutzen. Die Länge der Linien steht für die jeweilige Nutzungsdauer und die Aktivität. Jedes Mal, wenn ich hinsehe, wird es immer dichter. Die USA sind fast ganz sichtbar. Südamerika kommt auch. Wichtiger aber ist das hier. In China hatten wir vielleicht ein, zwei oder drei Linien. Das alles ist in den letzten 3 Wochen dazugekommen. So viel war da noch nie. Und hier sind Indonesien, Singapur, Australien, Neuseeland. Die Woche darauf schneite es in Pittsburgh. Ich wartete ungeduldig auf 2 Avalon ASICs, modernste Computer mit Chips, speziell fürs Bitcoin-Mining. Ifu Guo war der Erste, der die neue Hardware-Generation auf den Markt brachte. Alle, mich eingeschlossen, haben den Mining-Markt unterschätzt. Anfangs konnte man mit einem einfachen Laptop hunderte Bitcoins in wenigen Tagen minen. Die Technologie entwickelte sich jedoch schnell. Viele steigen ein und wollen aufholen. Als die Lieferung kommen sollte, war ich mit der Familie im Urlaub. Der Bitcoin-Preis hatte $77 erreicht, also bat ich ein paar Freunde, alles möglichst schnell einzurichten. Ich hoffe, das lohnt sich. Aber sicher. Das sind Computerteile, direkt aus China. Nur noch unterschreiben. Irgendwann nehmt ihr sicher auch Bitcoin an. Ganz sicher. Viel Glück. Ich habe Dan Bescheid gegeben. Seine Reaktion? Willkommen.
Willkommen in der Finanzrenaissance. 192.168.1.140, 255.255.255.0, 192.168.1.1. Standard Gateway. My first pool is going to be stratum.ozco.in, port 3333. Port 80, but I can do 3333. Wenn alles fertig ist, sollte ich zumindest fürs Erste 10 bis 12 Coins am Tag machen. In einer Woche wird es aber schon auf 8 fallen. Es wird immer schwerer, weil alle anderen mitziehen. Es ist jedes Mal ein echtes Wettrennen um die neueste Hardware. Jeder will der Erste sein. Es läuft. Ja, es funktioniert. Anteile kommen rein. Wir sind dran. Hey, ist das Johann? Sag, ich komme aufs College, weil Papa Coins meint. So, großer Tag, was? Großer Tag. 104. Der Bitcoin-Preis überstieg heute 100 Dollar. Ausgerechnet am 1. April. Dass der Preis so steigt, das gab es bisher noch nicht. Er muss etwas nachgeben. Vielleicht. Oder er ist in anderthalb Wochen bei 2,25. Bitcoin eben. Geht hoch oder runter. Als der Preis über 100 stieg, besuchten wir Gavin Andreessen. Er hatte anfangs mit Satoshi gearbeitet. Das sind die Schienen, die er erwähnt hatte. Und da ist Gavins Haus. Gavin war einer der Letzten, die vor seinem Verschwinden mit Satoshi geredet haben. Morgen. Mein Bruder Nick und seine Frau. Wir haben gut hergefunden und freuen uns, da zu sein. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Da arbeite ich, dort lebe ich. Schönes Haus. Danke. Etwas höher? Genau. Passt. Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Erzähl uns von den Anfängen. Ich arbeitete an der Uni als Programmierer in der Forschungsgruppe der Computerwissenschaften. Meine Frau ist dort Professorin. Ich kündigte und machte 6 Monate Sabbatical in Australien. Da las ich einen kurzen Text online, in dem Bitcoin vorkam. Ein quelloffenes Projekt für digitales Geld. Klang interessant. Ich las also ein paar Tage lang alles, was ich dazu finden konnte, lud den Quellcode herunter und las ihn, dachte darüber nach und konnte mich nicht überzeugen, dass es scheitern würde. Satoshi hatte an alles gedacht. Seitdem bin ich mittendrin. Bitcoin ist eine quelloffene Software. Der Code ist frei verfügbar. Jeder kann ihn einsehen und nachvollziehen, wie er funktioniert oder eigene Änderungen beitragen. Programmierer wie Gavin konnten einfach mit Satoshi arbeiten, weil sie interessiert waren. Mit der Zeit begann Satoshi mir zu vertrauen. Er sah, dass ich nicht viele dumme Fehler machte. Es gab keine persönliche Verbindung mit Satoshi. Es war rein geschäftlich. Er war sehr besorgt, man würde seine Identität erfahren. Ich weiß nicht warum. In meiner letzten E-Mail sagte ich ihm, dass ich einem Treffen mit der CIA zugestimmt hatte. Kann sein, dass er deshalb keinen Kontakt mehr wollte, aber er hatte sich schon vorher zurückgezogen. Die CIA bot mir einen Gesprächsbesuch an und ich willigte ein. Da er sicher war, dass sonst Gerüchte und Verschwörungstheorien entstehen würden, kündigte Gavin alles im Bitcoin-Forum an. Ich glaube, wenn ich die Einladung annehme und offen über Bitcoin rede, wird es weniger bedrohlich auf sie wirken. Da er nach Satoshis Verschwinden leitender Entwickler wurde, hatte Gavin nun zunehmend mehr Verantwortung und wurde genau beobachtet.
Wissen deine Nachbarn, dass du an einer der revolutionärsten Technologien beteiligt bist? Sie wissen wohl, dass ich dieses komische Bitcoin-Projekt habe. Eher weniger, wie groß es ist. Aktuell stecken Milliarden in Bitcoin. Es fing als kleines Experiment an. Jetzt wächst es. Und damit auch der Druck, keine Fehler zu machen. Zwei Wochen später stieg der Preis auf über 150 Dollar. Und einige Bitcoin-Fans waren plötzlich Millionäre. Charlie Schramm war mit 23 Jahren CEO der Firma BitInstant, einem der ersten Startups im Bereich Bitcoin. Anfangs mussten Interessierte einiges auf sich nehmen, um Bitcoins zu kaufen. Mt. Gox war nahezu die einzige Möglichkeit für den Kauf. Der Vorgang dauerte aufgrund der vielen Mittelsmänner jedoch teils mehrere Wochen. Charlie wollte den Vorgang mit BitInstant vereinfachen, um schneller Bitcoins kaufen zu können. Heute wird Charlie für Business Week fotografiert. Tu mal so, als würdest du etwas hochwerfen. Wir packen da nachher Bitcoins hin. Bitcoin kann die Welt verändern. Aber damit das gelingt, müssen wir das Ökosystem zugänglicher machen. Schau aus dem Fenster. Genau. Und? Perfekt. Man soll ja nicht sehen, dass ich total nervös bin, weil gerade tausende Bestellungen laufen und wir die neuen Webseiten starten wollen, ja? Genau, sollte man nicht. Ich tue mein Bestes. Es ist der Wahnsinn. Tage ohne Schlaf. Der Preis steigt, viele investieren. Normalerweise bekommen Charlies Kunden ihre Bitcoins innerhalb einer Stunde. Durch den massiven Zuwachs an Bestellungen kommt BitInstant jedoch nicht mehr hinterher. Im Kundensupport-Interface haben wir etwa 2000 offene Tickets. Alle von Samstag bis heute Morgen. Dieses Volumen hatten wir nicht erwartet. Wir versuchen, Schritt zu halten, damit alle glücklich sind. Wie war die letzte Woche für euch? Letzte Woche haben wir den Kundensupport von 2 auf 5 Leute aufgestockt. Wenn dich jemand in eine Rakete mitnehmen will, fragst du nicht, sondern steigst einfach ein. Auch unser Volumen hat sich in den letzten 2 Wochen verdreifacht. Von ein paar hundert Transaktionen pro Tag auf 2.000 bis 3.000. Du bist neu? Richtig, heute ist mein erster Tag. Echt? Cool. Wie fühlt sich der Irrsinn an? Der Irrsinn ist überwältigend. Was ist deine Rolle? Ich bin CFO. Wie viel Geld durchläuft in etwa jeden Tag euer System? 6-stellige Beträge täglich. Vielen Dank, Charlie. Danke. Ich weiß nicht, was die Regierung tun wird, aber ich gebe jeden Tag tausende Dollar für Anwälte aus, um nicht im Knast zu landen. Es ist furchterregend. Ich will nicht ins Gefängnis oder ein Märtyrer werden. Bitcoin war in aller Munde. Charlie konnte sich vor dem Medienrummel kaum retten. Der Preis erreichte binnen Stunden 200 Dollar. Frühlingsanfang, Bitcoin über 200, eine neue Ära bricht an. Hi. Ich bin seine liebende Mutter, die ihn nicht ausziehen lässt, weil wir ihn einfach noch nicht loslassen können. Wir lieben ihn zu sehr. Hier fing alles an, läuft immer noch. Ich habe Geld aus aller Welt gesammelt. Lange vor Bitcoin, seit ich klein war. Lustig, dass ich das ganze wertlose Fiat-Geld gesammelt habe und dann kam Bitcoin. In der Highschool wurde mir klar, dass ich nie für jemanden arbeiten können würde. Ich sagte, psychologisch nicht einstellbar dazu.
Ich gründete BitInstant während meines Studiums. Bitcoin ist aktuell das größte sozioökonomische Experiment aller Zeiten. 2013 und 2014 werden über das Schicksal von Bitcoin entscheiden. Bitcoin ist das erste digitale Produkt mit Seltenheit. Es gibt gute Neuigkeiten. Einige unserer Lizenzanträge kommen hoffentlich endlich voran. In 30 der 48 Staaten bekommen wir Genehmigungen für Geldtransfers. Ich arbeite hart daran, dass bei uns alles legal zugeht. Da FinCEN jetzt die Existenz von Bitcoin-Firmen anerkennt, ändert sich alles für Bitcoin. Es hilft uns im Umgang mit Banken und Behörden auf dem Weg zu der Lizenz, die wir so dringend brauchen. Heute sucht Charlie mit einem Makler nach neuen Büroräumen. Hi, ich bin Charlie. Mitch Waldman, hallo. Geht's gerade? Ich habe einen Moment für Sie. Wir sind eine Firma ohne Boss. Jeder hat Verantwortung und wir sind quasi ein großer Firmenvorstand. Wenn ich meinen Job nicht mache, schreien mich auch alle an. So funktioniert das bei uns, aber uns geht der Platz aus. Nicht das schlimmste Problem. Ja. Rachel sagt, die Sicherheit wäre hier ein großes Problem. Wegen der Auflagen können wir keinen gemeinsamen Zugang mit anderen Firmen teilen. Unser Kapital ist unsere Software, die täglich Transaktionen über hunderttausende Dollar verarbeitet. Ist das lokal? Nein, das ist alles in der Cloud. Wir überwachen, warten und verwalten alles von hier. Wir haben ein großes Dateivolumen. Empfindliche Kundendaten. Ohne Pförtner sollte es für den Firmenbereich zumindest ein abgeschlossenes Foyer geben. Dort könnte irgendwann auch ein Wachmann stehen. Braucht es das? Früher oder später ja, da bin ich sicher. Wirklich? Das Diebstahlrisiko ist riesig, wir sind quasi eine Bank hier. Das ist im Grunde genommen alles. Gut, noch was? Wohl nicht. Kriegen Sie das hin? Alles klar, Captain. In dieser Nacht stieg der Preis auf 266 Dollar. Sämtliche Medien berichteten darüber und das Bitcoin-Fieber war auf seinem Höchststand. Bitcoin bekommt viel Aufmerksamkeit, weil es wochenlang jeden Tag neue Höchstwerte erreicht. Wir wissen nicht, wie viele Benutzer von Bitcoin es gibt, aber das Handelsvolumen schwankt erheblich. Dann brach der Preis ein. Bitcoin fiel in 6 Stunden um die Hälfte. Vom Höhenflug zum tiefen Fall. Alle Blogger reden davon. Und jetzt zeigen sich die Kinderkrankheiten. Der Wert der virtuellen Währung Bitcoin ist abgestürzt. Ich habe 2 Tage nicht geschlafen. Ihre Bestellung ist durch. Wir haben sie erstattet und sogar extra Bitcoins geschickt. Ist mir egal. Bei Geld verstehe ich keinen Spaß. Ich weiß, ich weiß. Ihre Bitcoins wurden verarbeitet und sind da. Was ist heute los? Der Wahnsinn. Das ganze System von Mt. Gox ist ausgefallen. Ihr Handelssystem ist kaputt. Wir müssen fast zumachen heute. Außerdem schwankt der Preis wie verrückt. 100 Dollar runter, jetzt geht er wieder hoch. Aber eben nur, weil niemand handeln, abheben oder einzahlen kann. Das reinste Chaos. Wir versuchen, Bestellungen irgendwie umzuleiten. Der Absturz von Mt. Gox schlägt gewaltige Wellen auf dem Bitcoin-Markt. Ich will wissen, warum unsere Bestellungen feststecken. Rachel, kann ich schon wieder Ibuprofen einwerfen? Es gibt Probleme bei Mt. Gox Bestellungen. Ja, die Kunden beschweren sich, dass fertige Bestellungen nicht in der Blockchain auftauchen. Gox hat den Handel gestoppt. Echt? Ja, aller Handel ist bis 21 Uhr ausgesetzt. Was ist 21 Uhr? 9 Uhr abends. Oh mein Gott.
Wenn man bei 150 gekauft hat, es auf 260 hoch und dann wieder runter auf 150 ist, verkauft man panisch. Es weiß ja keiner, was Bitcoin ist, man kauft einfach. So viele Kauf- und Verkaufsaufträge über die ganze Bandbreite, es ergibt keinen Sinn. Ist die Software kaputt oder bekommen wir keine Aufträge? Der Preis ist mir egal. Sollen die Spekulanten halt tagelang ihre Spielchen treiben? Mir egal. Ich bleibe. Ich konzentriere mich auf mein Mining-Projekt. Nur Bitcoin-Neulinge werden sich von dem Absturz verunsichern lassen. Hier sind die Avalons. Funktionieren gut. Wenn alles nach Plan läuft, kommen in den nächsten Wochen noch 18 mehr. Bitcoin ist kompliziert, man muss es sich erarbeiten, um die Bedeutung zu verstehen. Jetzt kommen massenhaft Leute dazu und sehen es sich an, weil der Preis so hoch gestiegen ist. Sie haben nur noch Dollar vor Augen. Es ist aber so viel mehr. Und darum werden die Miner und die, die daran glauben, durchhalten. Als Mt. Gox den Handel wieder aufnahm, fiel der Preis noch weiter auf 70 Dollar. 71 auf BTCe. Ja, Bitcoin ist instabil und wird das auch noch lange bleiben. So ist das nun mal bei der Preisfindung. Es geht wild und unvorhersehbar zur Sache. Viele steigen ein und aus und schlagen Alarm. Das eine große Problem ist aber, dass alle auf einer einzigen Plattform handeln, die echte Probleme hat. Mit der Zeit kommen hoffentlich mehr Börsen dazu, andere Möglichkeiten. Wenn Bitcoin weiter beliebt ist, wird die Infrastruktur sicher entstehen. Ich habe irre viel zu tun. Alle 2 Sekunden kommt eine E-Mail. Bei so vielen Mails kann ich nicht mehr mithalten. Jared Kenner ist CEO von Tradehill, der ersten amerikanischen Bitcoin-Börse, die mit Mt. Gox konkurriert. Und er ist Bitcoin-Millionär. Das ist Finnegan, der Wachhund. Hallo Finnegan. Jared betreibt Tradehill von seinem eigenen Apart-Hotel 20 Mission aus. Wir vermieten viel an Technologiebegeisterte und Start-ups. Wir nehmen Bitcoin, was gerade bei internationalen Gästen praktisch ist. From the cryptogram, it came out of thin air. It saved us from those nasty dollars and won in yen. Bitcoin. Mehr habe ich nicht. Digitale Währungen werden kommen. Wir sehen das ja schon heute. Es ist einfach die Zukunft, ob nun heute oder in 10 Jahren oder 100 Jahren. Wir werden digitale Währungen ohne Fiat-Regeln von Regierungen nutzen. Jared rief Tradehill 2 Jahre zuvor ins Leben, musste den Betrieb jedoch wegen Problemen mit einem Zahlungsdienstleister einstellen. Kürzlich traf er auf Ryan Singer. Jetzt starten sie die Börse erneut. Wir helfen den Leuten zu spekulieren. Märkte dienen der Preisfindung, das ist ihr Zweck. Man kauft, verkauft, es gibt Nachfrage und Angebot. Der Preis schwankt und pendelt sich auf den Marktwert ein. Viele sagen, Bitcoin wäre durch nichts gedeckt, der Dollar sei mit Gold abgesichert. Das glauben viel zu viele Leute. Dank meines Großvaters faszinierte mich Investment schon als Kind.
Ich konnte Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Geld-Briefspannen, Market- oder Limit-Orders und dergleichen erklären. Ich sehe es als Mittel für den einzelnen Herr seiner Finanzen zu werden. Ich war schon immer nerdig. Mit 15 wollte ich dann kein Nerd mehr sein. Das war ein Fehler. Jetzt finde ich es nämlich super. 1999 kam ich zu den Marines als Pionier. 2005 war ich in Afghanistan, arbeitete mit der Armee dort. Das hat mich verändert. Finanzen, Technologie und Kryptographie interessiert mich schon immer. Ich war in einem Kryptoforum. Jemand, mit dem ich chattete, schickte mir anonym 10.000 Bitcoins, um das System zu testen. Als sie ankamen, fragte ich, was ich damit machen könnte. Er sagte, noch nichts. Der Wert würde kommen, wenn die Leute daran glauben. Damals gab es nur eine Bitcoin-Börse, Mt. Gox. Wir brauchten Alternativen. Was nützt dezentrale Technologie und dezentraler Transfer, wenn aller Handel an einem Ort stattfindet? Um mehr Leute zu gewinnen, hielt ich die Einrichtung einer zweiten Börse für den Schlüssel zum Wachstum. Am ersten Tag zahlten Nutzer eine Viertelmillion Dollar ein. Da wussten wir, das wird groß. Wir alle mögen The Big Lebowski, also machen wir eine Lebowski-Party. Schön! Ein sehr aufregender Tag. Eimerweise White Russian. Bowling im Gang. Wir arbeiten so hart, wie wir feiern. Okay, gut. Gut. Ich lebe. Ja, ich habe als erster Bewohner ein Trade Hill-Konto aufgemacht. Hat lange gedauert, die Bitcoins zu kaufen. Es ging gerade drunter und drüber. Alle haben Bitcoins gekauft. Ich brauchte 10 Tage, um mit meinen Euro aus Europa ein 10.000-Dollar-Konto bei Trade Hill aufzumachen. Der Wechselkurs stand da gerade bei 255 Dollar pro Bitcoin. Nicht mal eine Stunde später stürzte der Kurs ab. Noch an dem Tag auf 90 oder 65 Dollar runter. Muss ich noch lächeln? Beim zweiten Versuch war Trade Hill auf Erfolg ausgerichtet. Wir erwarteten hunderttausende Transaktionen pro Sekunde. Aktuell sind wir etwa 15 Leute plus 8 externe Anwälte. Viele zahlen Dollar oder Bitcoins ein, der Handel nimmt zu. Das Interesse an automatisiertem Handel steigt ebenfalls mit Robotern gegeneinander. Wir haben einen Stresstest gemacht. Demzufolge können wir das Fünffache dessen stemmen, was Mt. Gox hat. Mal sehen, was passiert. Es ist verrückt. Weil Bitcoin in den Nachrichten ist, sind wir nicht mehr einfach nur die Spinner mit der erfundenen virtuellen Währung. Die Leute haben im Wall Street Journal und der New York Times davon gelesen. Einmal kam ein Investor vorbei. Er fand unser Engagement super, meinte aber, es würde Zeit, dass wir uns 30.000 Dollar Miete leisten. Wenn Milliardäre vorbeischauen wollen, bevor sie Millionen investieren, macht es nicht den besten Eindruck, wenn sie am Pfandleihern vorbeigehen müssen. Wir verlassen 20 Mission und sehen uns ein potenzielles neues Bürogebäude an. Noble Adresse, One Market. Wir erschaffen unseren eigenen Weg, halten uns an Gesetze und sehen künftige Gesetze voraus, was extrem teuer und schwierig ist. Gibt's Parkplätze? Ja. Sind die inklusive? Nein. Klar, natürlich nicht. Wie viel kostet das extra? 450 bis 600 monatlich. Das geht. Echt schick? Twitter war ein Jahr lang hier, Amazon kommt und geht,
Macy's, JCPenney, all die großen Fische gehören hier dazu. Klingt gut, wir kommen morgen. Danke, danke sehr. Danke. Morgen Umzug. Einfach so? Einfach so, so läuft's. Das ging ja überraschend schnell. Gefiel es euch und ihr wollt nicht länger warten? Gute Räume, gute Adresse. Wir haben auch keine Zeit dafür. Wir arbeiten an wichtigen Dingen. Eine Woche lang 20 oder 50 Stunden reinzustecken, wäre riesige Zeitverschwendung. Ich hatte mehrere kleine Päckchen statt einem großen erwartet. Bitcoin wird die Banken verändern, wie E-Mails das Postwesen. Es wurde nicht abgeschafft. Die Post musste sich nur auf ihre Stärken konzentrieren, nicht auf ihre Schwächen. Mike Caldwell hat die physischen Bitcoins erfunden, die Casasius Coins. Sie tauchen oft in Berichterstattungen über Bitcoin auf. Sie sind eigentlich nur Sammlerobjekte, physische Träger für Bitcoins. Wichtiger jedoch, sie geben Bitcoin ein Gesicht. Komm rein. Die Kinder schlafen, sind wir also leise. Jede Münze hat eine Bitcoin-Adresse. Der private Schlüssel ist unter dem Hologramm versteckt. Hier entstehen physische Bitcoins. Ja. Es wirkt willkürlich zusammengewürfelt, aber es hat ein System. Hier sind die Daten. Auf den Hologrammen sind die privaten Schlüssel. Die bleiben nicht hier. Ich arbeite auf dem Spiegel, da kann ich Vorder- und Rückseite anordnen. Kryptographie kann so vieles leisten. So viele soziale Probleme könnten damit gelöst werden. Kryptographie ermöglicht faire Wahlen. Es ist zu schwierig zu verstehen, also muss jemand vermitteln. Aktuell nutzen wir Bitcoin als Geld. Viele erwarten sich noch größere Revolutionen davon. Mit der Technologie von Bitcoin können dezentrale Systeme mit Regeln errichtet werden, die nicht gebrochen werden können. Das ist der Raum von meiner Frau und mir. Toll! So ist es eben. Bitcoin gewinnt weiter an Ansehen und ich bin zunehmend stolz, dabei zu sein. Was macht deine Frau? Sie macht Handarbeiten. Wir sind uns ähnlich und müssen ständig etwas machen. Ich handle nicht mit Drogen, bin kein Verbrecher oder Terrorist. Ich glaube an Gesetze, an Strukturen und Gesellschaft und Familien. Ich glaube an Firmen und an alle Grundelemente, die eine zivilisierte Gesellschaft mit Recht und Ordnung braucht, um zu funktionieren. Brennweite einstellen? Auf der Basis der Kryptographie können wir die Werte, die wir predigen, implementieren. Diese Idee von Bitcoin und die Technik dahinter werden nicht sterben. Der Geist ist aus der Flasche. Seit dem Absturz liegt der Preis um die 100 Dollar. Bitcoin hat den Sturm überstanden. Die Währung bleibt jedoch kontrovers. Die Kryptographie, die Nutzern Privatsphäre gibt, erlaubt auch Anonymität. Als mein Vater in Ruhestand ging, stand der Copyshop vor dem Aus. Ich habe daraus ein Internetcafé gemacht. In L.A. akzeptieren nur wir Bitcoin. Das ist mein Linux-Rechner. Der meint auch Bitcoins. $1 am Tag, nur zum Spaß.
In den frühen 90er Jahren begeisterte mich das Internet und ich konnte den Leuten kaum erklären, was das Internet ist. Ich sagte, es wäre ein Computernetzwerk, das mit anderen Computernetzwerken kommunizieren und Informationen austauschen könnte. Und keiner verstand das. Wenn man mich fragt, was Bitcoin ist, habe ich Schwierigkeiten, es zu erklären. Ich sage, es ist wie Geld, ein anonymes PayPal. Man muss es nutzen, um es zu verstehen. Politisch bin ich kein Freund von Banken und der Notenbank. Mit Bitcoin kann ich diese umgehen. Ein Programm, das wir nutzen, ist Tor. Tor ermöglicht anonyme Kommunikation mit Webseiten. Mit Tor kommt man auf die Silk Road. Das ist Silk Road. Man bekommt quasi alle Drogen. Viel Gras, Kokain, Ecstasy. Aber auch ausgefallene Drogen. Sagen wir, für Anabolika suchen wir Steroide. Dann sehen wir das Angebot. Silk Road selbst verkauft keine Drogen. Sie vermitteln Käufer und Verkäufer. Keiner kennt den anderen, beide sind anonym. Alles geschieht auf Vertrauensbasis. Wenn ich das Testosteron hier will, klicke ich hier. 99% positiv, über 300 Transaktionen. Die Verträge lassen sich nicht rechtlich durchsetzen, aber durch das Reputationssystem funktioniert es ganz gut. Ah, die Feuerwerkssektion ist neu. Ausweis aus Florida, 1,88 Bitcoins, $150. Gefälschte Versicherungskarte, gefälschter Pass, über 9000 Einträge für Drogen. Echt viel. Höchstens 5% der Kunden wissen davon, ein kleiner Prozentsatz. Wer es kennt, kommt aber genau dafür her. Was die Kunden am PC machen, ist ihre Sache. Und ab ins Büro. Für Drogenhandel aller Art ist Silk Road der richtige Ort. Wie viele verkaufen gerade Cannabis? 2011 Leute verkaufen Cannabis. Ich bin Mr. Bitcoin. Ich habe mit dem Drogenhandel angefangen, als ich 17 war. Jetzt bin ich 26. Am Computer ist alles global. Ich handle mit aller Welt. Blue Dream, Sour Diesel, Pineapple Thai, Purple Cash, Girl Scout Cookies, Purple Case. Als ich davon hörte, musste ich anfangs lachen. Erst nach einer Woche konnte ich es glauben. Kann ich echt Geld im Internet verdienen, indem ich das Zeug verkaufe? Das hier kaufe ich vielleicht. Gutes Gras. Manches kommt schon am nächsten Tag. Keiner macht Ärger. Man ist nicht auf der Straße. Wenn man mal drin ist, macht es einem echt Spaß. Mr. Bitcoin, der Name ist Programm. Die Frauen stehen drauf, ich rede gern mit ihnen darüber. Sie finden es sexy. Coolness und Nerdwissen. Ist doch super. Ich habe einiges an Bitcoin gespart. Das Geschäft brummt. Ich mache gern so meine Geschäfte. Das ist die Zukunft. Mir gefällt's. Da immer mehr Menschen Bitcoin auf verschiedenste Art nutzen, kann es nicht mehr ignoriert werden. Das bleibt hier, solange Sie da sind. Ich besuche FinCEN, eine Behörde des Finanzministeriums. Sie haben zwar Richtlinien zur virtuellen Währung veröffentlicht, aber die regulatorische Zukunft von Bitcoin ist immer noch ungewiss. Geradeaus der große Glaskasten. Genau. Ich sage nicht, dass wir heute alle Fragen klären können, aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, wir wollen Bitcoin nicht zerstören und auch nicht angreifen. Es bietet ja großen sozialen Nutzen.
Mein Computer alarmiert mich, wenn es was Wichtiges zu Bitcoin gibt. Das war mal ein- bis zweimal im Monat. Jetzt ist es mehrmals täglich. Jennifer Chersky-Calvary wurde im Jahr zuvor Direktorin von FinCEN. Sie arbeitete 15 Jahre lang im Justizministerium als Spezialistin für Geldwäsche und organisiertes Verbrechen. Ich hatte virtuelle Währungen schon länger auf dem Schirm, noch bevor sie den heutigen Status hatten, da leider einige von ihnen missbraucht wurden. Auf Bitcoin wurde ich erst nach meinem Einstieg bei FinCEN aufmerksam. Je nachdem, wen man fragt, war unsere Richtlinie das Beste, das Bitcoin je passiert ist, oder das Schlimmste. Einige sagen, wir wollten Bitcoin zerstören, andere sahen es als Legitimation. Ich halte keines davon für wahr und nichts davon war unsere Intention. Wenn man ein Verbraucher ist, der mit Bitcoins Waren und Dienstleistungen bezahlt, betrifft einen die Richtlinie gar nicht. Uns geht es um die Stellen, an denen wir Risiken für das US-Finanzsystem durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sehen. Das ist wohl einer der Ängste von vielen in der Bitcoin-Community, dass Bitcoin durch das Fehlverhalten einiger weniger in Verruf geraten könnte. Für viele von uns, mich eingeschlossen, ist es jedoch nur diese Technologie, die wir nicht alle in die falsche Kategorie abrutschen sehen wollen. Denn das Risiko besteht ja. Natürlich. Die Innovation von Bitcoin und der virtuellen Wirtschaft ist einer der interessanteren Aspekte der Geschichte. Allein die Vorstellung, damit potenziell Menschen ohne Bankkonten helfen zu können, neue und praktische Dienstleistungen für Verbraucher zu nutzen. Andererseits ist mit der Teilhabe am Finanzsystem hier in den USA und überall auf der Welt eben auch Verantwortung geknüpft. Zu diesen Verantwortungen gehört nun mal auch, zu verhindern, dass die Dienstleistungen von Verbrechern und Terroristen genutzt werden können. Die Sorge, die Regierung könnte Bitcoin im Keim ersticken, war immer da. Vielleicht haben sie Angst, abgehängt zu werden. Im Mai 2013 fand die größte Konferenz für Bitcoin-Begeisterte im kalifornischen San Jose statt. Bitcoin 2013 ist die erste Konferenz der Bitcoin Foundation. Bitcoin ist global und die meisten haben noch nicht einmal davon gehört. Stärker als alle Top 500 Computer zusammen. Auf dieser großen Welt kann viel passieren. Es war die reinste Achterbahnfahrt. Auch die nächsten Jahre werden noch eine Achterbahnfahrt sein. Ich mag Achterbahnen. Sie sind lustig. Wenige Wochen zuvor verkünden Cameron und Tyler Winklevoss, die im Zusammenhang mit Facebook bekannt geworden waren, sie besäßen 1% aller Bitcoins im Wert von etwa 11 Millionen Dollar. Auch investierten sie 1,5 Millionen Dollar in Charlies Firma BitInstant. Wir verfolgen das seit letztem Sommer. Damals sind wir auch eingestiegen. Uns ging ein Licht auf, die Folgen könnten gewaltig sein. Wenn jeder eine Bitcoin-Adresse hat, hat jeder ein Bankkonto, quasi sofort. Die Idee hat große Sprengkraft und mit Bitcoin kann sie gelingen. Wir breiten uns überall aus. Großbritannien, Australien, in Russland sind wir schon, Südamerika, in Brasilien kann man auch schon Bitcoins bei uns kaufen. Ob Satoshi wohl auch da ist? Ich frage mich ja, ob hier jemand Bestimmtes ist. Ja, ich hatte eigentlich vor, die Sicherheitskameras des Hotels zu hacken, um anhand der Bewegungsmuster herauszufinden, ob Satoshi vielleicht hier ist. Was würde er tun? Welche Vorträge würde er besuchen? Die Bitcoin-Investoren treffen auf die Risikokapitalgeber und alle wollen einander imponieren. Das ist spannend, denn so kommt neue Infrastruktur und neues Kapital in das System. Das wird ein echter Bullenmarkt für Bitcoin.
Eine der bekanntesten Firmen, die Bitcoin für den Handel attraktiv machen, ist BitPay. Diese Bitcoin-Pioniere ermöglichen Händlern Zahlungen mit Bitcoin, ohne sich mit den Schwierigkeiten befassen zu müssen. Wir sind seit Jahresanfang um das Zehnfache gewachsen. Anfangs war unser Volumen eine halbe Million Dollar im Monat, jetzt sind es 5 Millionen. Die Menschen kaufen sich tatsächlich Dinge mit Bitcoin. Sie spekulieren nicht nur damit, sie kaufen damit ein. Bitcoin ist die wichtigste Erfindung der Weltgeschichte seit dem Internet. Roger Ver hat in viele frühe Bitcoin-Firmen investiert, auch in BitPay. Seine Begeisterung brachte ihm den Spitznamen Bitcoin Jesus ein. Es wird alles verändern. Und ihr hier seid vorne mit dabei. Roger lebt in Tokio, verbreitet aber auf der ganzen Welt die frohe Kunde von Bitcoin. Aktuell richten wir jeden Tag in einem Geschäft Bitcoin-Zahlungen ein. Heute ist dieser koreanische Supermarkt dran. Sie akzeptieren Kreditkarten. Die Kreditkartenfirmen behalten 2 oder 3%. Bitcoin kann das Gleiche, behält aber nur 1%. Und sie bekommen trotzdem Dollar aufs Konto, wahlweise auch eine Mischung aus Bitcoin und Dollar. Sie können 1% in Bitcoin oder 99% in Bitcoin und den Rest in Dollar bekommen. Ganz wie Sie es möchten. Sie entscheiden. Roger erklärt die Funktionsweise von BitPay. Sie kompensieren die Schwankungen des Bitcoin-Preises, indem sie Zahlungen sofort nach dem Einkauf in Dollar konvertieren. Es ist auf 100% Dollar eingestellt. Alle Bitcoin-Zahlungen landen also am nächsten Tag abzüglich der 1%igen Gebühr auf ihrem Konto. In den nächsten Wochen kommen garantiert auch viele Nerds, die Bitcoin toll finden und kaufen in ihrem Supermarkt ein, nur um mit Bitcoin zu bezahlen. Kreditkartenfirmen verlangen für die Verarbeitung der Zahlung zwischen 1,5 und 3%. Bei manchen Karten fallen auch noch pauschale Gebühren an, zum Beispiel 20 Cent für jede Transaktion, zuzüglich zur prozentualen Gebühr. 1 bis 2% sind viel. Das sind vielleicht 11.000 bis 12.000 Dollar im Monat, die dadurch auf dem Konto fehlen. Ehrlich gesagt wäre ich nicht überrascht, wenn Bitcoin dieses Jahr die 1.000-Dollar-Marke knackt. Die Menschen sind fasziniert, dass sie damit an jeden Geld senden können und niemand die Konten einfrieren oder Bitcoin-Zahlungen aufhalten kann. Zloty, Euro, alle Währungen der Welt werden in Bitcoin getauscht. Wir sehen hier 50 bis 100 Wechsel. Als ich Bitcoin zum ersten Mal entdeckte, sah man auf der Seite weniger als 10. Es gibt keine Zentrale, die man angreifen könnte? Nein, großartig, oder? Es gibt keine Zentrale, die man zwingen könnte, jemandes Bitcoin an andere Adressen umzuleiten. Und wem gehört Bitcoin? Allen Bitcoin-Besitzern? Ja, wie bei Gold. Das gehört auch dem Besitzer. Man müsste das Internet auf der ganzen Welt abschalten, um Bitcoin aufzuhalten. Zahlung anfordern? Dann den QR-Code mit Ihrer Adresse scannen. Jetzt habe ich Ihre Bitcoin-Adresse. Das kostet 2 Dollar. Also schicke ich Ihnen 2 Dollar in Bitcoin. Da. So viele Bitcoins haben Sie gerade erhalten. Mit dem grünen Knopf können Sie den Dollarbetrag ansehen. Sie haben also 2 Dollar in Bitcoin von meinem Telefon aus erhalten. Das geht überall auf der Welt, ob Sie Ihre Adresse nur per Mail verschicken oder auf Facebook oder Twitter posten. Ich kann das ausdrucken und an die Kasse hängen. Ja, und Sie können jede Zahlung auf dem Handy prüfen. Danke für den Tee, Steve. Eines der neuesten Bitcoin-Unternehmen ist Coinbase in San Francisco. Mit ihrer digitalen Wallet kann man einfach Bitcoins kaufen, benutzen und annehmen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Google, PayPal und Co. in 1 oder 2 Jahren Bitcoin annehmen. Wir brauchen bis dahin 50 Millionen Wallets. Durch Nutzerfreundlichkeit kann es riesig werden. Ich bin nicht aus politischen Gründen zu Bitcoin. Wenn Investoren einsteigen, wird der Einsatz erhöht. Wir haben 5 Millionen Dollar an Risikokapital bekommen, auch von Fred Wilson. Bitcoin fliegt meiner Meinung nach immer noch unter dem Radar.
Aber es wird auch nicht mehr einfach ignoriert. Den Mainstream hat es aber noch nicht erobert. Wir sind in einer Übergangsphase. Am Ende der Konferenz schmiss Jared von Tradehill eine Feier für die bisherigen Erfolge. Ihr seid jetzt begehrt. Gratulation. Danke. Jetzt kommt das Geld. Ja, hoffentlich hilft es der Community. Ich bin für die Einhaltung von Regeln. Wenn jemand seine Identität verschleiern will, können wir nicht zusammenarbeiten. Dem Libertären in mir wäre das egal. Aber wenn man sich als Unternehmen nicht an die Regeln hält, geht man unter. Oder man landet im Knast. Bezeichnenderweise war die größte Bitcoin-Börse auf der Konferenz abwesend, Mt. Gox. Wenige Tage zuvor beschlagnahmten US-Behörden 5 Millionen Dollar von ihren US-Konten. Dem Beschlagnahmungsbeschluss zufolge hatte sich Mt. Gox nicht gemäß der FinCEN-Richtlinien als Finanzdienstleister registriert. Ich besuche in Tokio Mark Karpeles, den schwer zu fassenden CEO von Mt. Gox. Keine Bitcoin-Annahme. Noch nicht. Das wird das hier völlig ablösen. Papier gegen Papier zu tauschen wirkt primitiv. Mit Verlust. Jemand behält einen Teil ein, ja? Mark und sein Geschäftspartner Gonzague sind aus Frankreich, betreiben Mt. Gox aber in Japan. Ursprünglich war Mt. Gox eine Börse für Sammelkarten des Spiels Magic the Gathering. MTGOX stand für Magic the Gathering Online Exchange. 2011 kaufte Marks Firma Tiban Mt. Gox. Seitdem liegt der Fokus auf Bitcoin. Aufgrund der laufenden Ermittlungen darf ich nicht über die Beschlagnahmung durch US-Behörden reden. Wir sind hier bei Mt. Gox. Das hier ist Mt. Gox. Kein großes Schild oder so. Keine abgehobene Firmenzentrale. Trotz rechtlicher Probleme verwaltet Mt. Gox das größte Volumen aller Börsen. Bitcoin-Transaktionen von über 6 Millionen Dollar am Tag. Letztes Jahr kamen monatlich 10.000 neue Nutzer hinzu. Dann 20.000, 30.000, 60.000, 150.000. Das ist jetzt zwar gerade ein Dämpfer, aber im Mai werden es wieder 100.000 Neukunden sein. Unglaublich. Pro Monat. Pro Monat. Es ging hoch, es ging runter. Aber wir hatten erwartet, dass viele weggehen und neue Kunden abgeschreckt würden. Dass wir trotzdem 100.000 neue Kunden haben, ist super. Das ist das Büro. Hier arbeiten alle. Hoffentlich. Mt. Gox hat 18 Angestellte. Mark ist nicht nur CEO, sondern auch CFO, leitender Entwickler, und er hält die Technik der ganzen Börse am Laufen. Welche Sprache ist das? C++. Deine Hauptprogrammiersprache? Nein, ich habe viele davon. Welche magst du am liebsten? Je nachdem, was ich tue. Wenn es schnell gehen muss und Leistung egal ist, PHP. Wenn Leistung etwas wichtig ist, C++ mit QTE. Und wieder andere, wenn Leistung wirklich wichtig ist. Wenn wir reingehen, schalten wir die Kameras aus, bis wir beim Server sind, okay? Wir betreten das Rechenzentrum von Mt. Gox. Kameras aus. Wir durften ein paar Fotos machen. Während der zweiten Blase hatten wir das Problem, dass das Handelsvolumen die Kapazitäten unseres Systems überstieg. Wir haben deswegen vieles optimiert. Die alte Handelssoftware schaffte maximal 70 bis 100 Aufträge pro Sekunde. Die neue schafft 100 Millionen pro Sekunde. Ja.
Wenn Mt. Gox neue Handelssoftware 100 Millionen Aufträge pro Sekunde stemmen kann, erfüllen sie die Ansprüche professioneller Anleger. Doch auch rechtliche Probleme und wachsende Konkurrenz verlangen Marks Aufmerksamkeit. Und du arbeitest 7 Tage die Woche? Ja. Du nimmst ganz schön viel auf dich für deine Firma. Hier die Schuhe ausziehen. Mark hat Talent und wohnt in einer der größten Städte der Welt. Vielleicht sollte er aber besser bei Computer-Keyboards bleiben. Okay, fast. Wir sind hier auf dem Porcupine Freedom Festival, das jedes Jahr vom Free State Project veranstaltet wird. Eine freie Ansammlung von Anarchokapitalisten und Libertären mitsamt Familie im Wald. Die meisten Händler akzeptieren Bitcoin. Schmeckt mit Bitcoin gleich besser. Danke. Suppen, Salat und Smoothies. Ein Drittel unserer Verkäufe machen wir in Bitcoin. $20. In Bitcoin? Ja. Super. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal Bitcoin genommen. Es waren vielleicht 18 Transaktionen. Dieses Jahr sind es schon 120. Diese Gemeinschaft ist die wohl größte Gruppe in den USA, die Bitcoin für sich entdeckt hat und als Währung nutzt. Sie mögen die Botschaft und die Möglichkeiten. Die Welt verändert sich und die Veränderung geht in eine sehr interessante, radikale, dezentrale und meiner Meinung nach positive Richtung. Hier ist es. Preis erreicht Höchststand. Vitalik ist erst 19, kennt die Komplexität von Bitcoin jedoch gut und kann sie anschaulich erklären. Als leitender Redakteur des Bitcoin Magazine berichtete er letztes Jahr weltweit von Bitcoin. Das Prinzip der Dezentralisierung begeistert mich. Verschiedene Gesellschaften handeln schließlich entsprechend der jeweiligen Überzeugungen der Menschen. Bitcoin hat Eigenschaften, die kein System zuvor bieten konnte. Es ist der vielleicht einzige Weg nach vorne. Wenn wir anstatt von Bargeld Kreditkarten nutzen, geben wir ganz unbewusst ein Stück Privatsphäre ab. Bitcoin ist nicht per se anonym. Man kann es jedoch anonym nutzen, wenn man will. Eric Voorhees ist Gründer und Besitzer der Bitcoin-Glücksspielseite Satoshi Dice. Satoshi Dice ist eines der ersten nachweislich fairen Wettspiele, die Bitcoin verwenden. Alle Wetten sind öffentlich, somit sieht jeder die Chancen und Gewinne. Auf dem Höhepunkt war Satoshi Dice für mehr Bitcoin-Transaktionen verantwortlich als alle anderen Zwecke zusammen. Es spielte eine wichtige Rolle als eine der ersten Anwendungen, mit der die Leistungsgrenzen des Netzwerks ausgelotet werden konnten. Erst kürzlich verlagerte Eric seine Arbeit von den USA nach Panama. Er gründete die Firma Coinaport, die Bitcoin-Zahlungen per E-Mail und SMS bietet. Die meisten Menschen, zumindest in den USA, glauben, dass die Banken,
wenn man $1000 einzahlt, $1000 für sie in Reserve halten. Sie wissen nicht, dass 99% aller Dollar digital sind. Die Wertmarken, also das Papiergeld, sind nur die Ausnahme. Sie meinen, das wäre echtes Geld. Aber das ist seit Jahrzehnten digital. Was war die Motivation für den Umzug nach Panama? Als US-Firma muss man für alle Kunden weltweit die US-Regelungen einhalten. Man braucht also auch die Sozialversicherungsnummern von afrikanischen Bauern, weil Washington meint, das wäre wichtig. Wir wollten die US-Regelungen nicht für Kunden in der Sahara anwenden müssen. In Industrienationen wird Bitcoin langfristig nicht den Durchbruch erreichen. Unsere Banken funktionieren schließlich. Weltweit haben aber viele keine Bankkonten. Diese Menschen gewinnen durch Bitcoin am meisten. Einen Monat später berichtete Eric, er habe Satoshi Dice an einen Investoren verkauft. Der Preis? 126.315 Bitcoins. Damals etwa 11,5 Millionen Dollar. Die meisten neuen Büros in der Stadt sehen so aus. Grau, unfertig, kein Internet, kein Strom. Unseres ist fertig, also sind wir eingezogen und freuen uns tierisch. Es entstehen viele Wolkenkratzer für Banken. Das hier ist das Finanzzentrum Mittelamerikas. Ein Grund mehr für uns, hierher zu kommen. Wir sind seit 2 Wochen da und richten uns noch ein. Trennwände und Möbel kommen noch. Das ist der Kopf unseres Unternehmens, Mr. Ira. Er kann alles programmieren. Er liest die ganzen Bücher hier. Crypt Analysis, Everyday Cryptography, Einführung in die mathematische Kryptographie. Habe ich alles vor Jahren gelesen. Ira will aufholen. Das Phänomen Bitcoin will die Kontrolle über das Geld wieder vom Staat an den Bürger übergeben. Staat und Geld trennen, genau wie wir auch Staat und Kirche getrennt haben. Es gibt ein Zitat von den Rothschilds: Gebt mir Kontrolle über das Geld, dann sind mir die Gesetzgeber egal. Ich will zu so einer Geschichte beitragen. Außerhalb der USA haben Milliarden Menschen keinen Zugriff auf grundlegende Bankdienste. Bitcoin kann diesen Nachteil ausgleichen und sie an der Weltwirtschaft teilnehmen lassen. Früher oder später nutzen wir eine Währung frei wie das Internet. Denn der Mensch strebt überall nach Freiheit. Die Regierung kann ebenso wenig die Freiheit der Rede wie die Freiheit des Geldes durch Bitcoin einschränken. So sehr sie es auch versuchen. Es macht schon Angst, aber am Ende gewinnt meistens die Freiheit. Mal sehen, wie lange es dauert. Im Lauf des Sommers wuchs die Bitcoin-Branche weiter. Kaum zu glauben, dass ich das mal vom Keller aus gemacht habe. Mit 1, 2 Leuten. BitInstant war nur eine Webseite. Charlie zog mit BitInstant ins neue Büro. Ob Satoshi wohl wusste, dass sein Werk Firmen wie diese hervorbringen würde? Echte Firmen mit Jobs, auf Basis von etwas, das jemand, der uns unbekannt ist, aufgeschrieben hatte. Komischer Gedanke. Ob er uns wohl beobachtet? In San Francisco waren auch Jared und Tradehill umgezogen. Es geht nicht mehr um 100 Millionen, es geht um viel mehr. Mehr Profis kommen und wollen eben mit Profis handeln. Gerade als Bewegung in die Sache kam, sahen sich die Behörden Bitcoin genauer an. Schlechte Nachrichten für Bitcoin. Endet der Höhenflug? 2 Dutzend Firmen wurden von der New Yorker Finanzaufsicht vorgeladen. Kein gutes Zeichen. BitInstant, BitPay, Coinbase und Winklevoss Capital wurden vorgeladen.
Wir wollen sicherstellen, dass, wenn mehr und mehr Leute diese Transaktionsdienste nutzen, ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Durch den Druck der Bankenregulierungen musste BitInstant seine Dienste aussetzen. Jared erging es nicht besser. Mangels Regulierungen brachen viele Banken ihre Kontakte zu Bitcoin-Firmen ab. Ohne US-Bankkonto konnte Tradehill nicht arbeiten. Jared musste den Stecker ziehen. Regulierung entwickelt sich immer erst nach der Innovation. Regulierungen können dabei nie mit Innovation Schritt halten. Einer Bank Bitcoin zu erklären, ist, als würde man einem Kaufhaus Amazon erklären. Bis die Gesetzgebung aufholt, stehen Startups wie BitInstant alleine da. Banken halten sich von Bitcoin-Firmen fern. Wer Regeln hat, kann sie einhalten. Hat man keine, ist alles unsicher. Bei Unsicherheit sagen Banken immer nein. Regulierungen zu entwickeln, genehmigen und implementieren, dauert mindestens ein Jahr. Oft viel länger. So gebe ich nicht auf. Ich kämpfe für Bitcoin. Auch wenn ich auf der Straße arbeiten muss. Bitcoin wird Erfolg haben und ich werde dabei sein. Die letzten Monate haben das Bitcoin-Mining drastisch verändert. Anfangs war es ein Hobby für Nerds. Jetzt geht es ums große Geld. Um weiter beim Mining mithalten zu können, profitabel zu sein, müsste ich hunderttausende Dollar für Ausrüstung ausgeben. Pro Jahr. Die 18 Miner von Avalon kamen nie an. Die von Butterfly Labs erst nach über einem Jahr. Als ich sie bekam, war die Mining-Konkurrenz so stark geworden, dass ich die Kosten nie reinholen können würde. Der Computer da macht Bitcoins. Die anderen Computer machen auch Bitcoins. Die Linie geht so nach oben, weil so viele mit solchen Computern Bitcoins machen. Neu gelieferte Computer verkaufe ich für Bitcoins, um Verluste aufzufangen. Nimm die Kabel, da muss ich nicht nochmal gehen. Okay. Ich verliere viel Geld. Trotzdem war das Mining es wert. Ich meine zwar nicht mehr, bleibe Bitcoin aber treu. Bitcoin ist ein Geldsystem auf Basis von Mathematik. Es basiert auf Mathematik und den Regeln des Protokolls. Es muss möglich sein, mit einem Sekundärprotokoll einfach private Schlüssel zu handeln. Ich sehe jedes Mal neue Aktivität in China und denke mir, darum ist der Preis nach oben. Der Preis ist fast wieder bei 150. Viele machen die Bitcoin-Explosion in China verantwortlich. Viele in China haben Bitcoin für sich entdeckt. Als Kultur, als Nation begeistern das Internet, Mathematik und Wissenschaften viele Chinesen. China kann hier dazu beitragen, Bitcoin in den Mainstream zu bringen. Auch in Deutschland ist Bitcoin nun zu Hause. Dass jeden Tag jemand mit Bitcoin bezahlt, ist normal geworden. Die Menschen suchen neue Zahlungsarten. Nicht mit Banken, Dollar oder Euro. Etwas Neues. Das deutsche Finanzministerium klassifizierte Bitcoin als erstes Staatsorgan als privates Geld. Um die Gesellschaft gerechter zu machen, müssen wir zuerst die Bedeutung der Banken verringern. Bitcoin ist Banking ohne Banken. Also bitte. Das FBI hat heute die am weitesten entwickelte Webseite für den Handel mit harten Drogen, darunter Heroin, Kokain und LSD, ausgeschaltet. In der Science-Fiction-Abteilung einer Bücherei in San Francisco überraschte das FBI einen jungen Mann, der am Laptop arbeitete. Sie verhafteten den 29-jährigen Software-Ingenieur Ross Ulbricht als Drahtzieher der Silk Road-Webseite. In den Medien wurden Bitcoin und die Silk Road oft synonym verwendet, als wäre es das Gleiche. Ist es aber nicht. Vielleicht wird Bitcoin jetzt erwachsen.
Lustig, mein Freund schreibt mir gerade, bei der Silk Road-Razzia hätte das FBI 3,6 Millionen Dollar in Bitcoin beschlagnahmt. Und ob man Bitcoins sperren könnte, kann man nicht. Die Regierung hat jetzt in Bitcoin investiert. Den Menschen wird klar, dass Bitcoin nichts mit seiner Verwendung zu tun hat, genau wie Geld oder Gold. Natürlich sieht nicht jeder Bitcoin als die Zukunft. Bitcoin kann nicht überleben oder gedeihen, wenn es nicht seriös wird. Es hat keinen echten Platz in unserem Finanzsystem. Es gibt gute Gründe, warum Zentralbanken die Macht haben, finanzielle Notlagen zu bewältigen, indem sie Geld drucken. Die Technologie macht mir Sorgen. Schon Darth Vader warnte vor zu viel Vertrauen in Technologie. In 10 Jahren werden wir alle über den Bitcoin-Hype lachen. Ach ja, Bitcoin gab es ja auch mal. Ich erinnere mich noch. Finanzielle Freiheit, das ist die Zukunft, Mann. Andere sind optimistischer. In 10 Jahren werden viele Bitcoin nutzen, ohne es zu merken. Es wird zur Grundlage unserer heutigen Finanzdienste werden. Da es quelloffen ist, können zahllose neue Wallets und Technologien entstehen, die weltweit miteinander kommunizieren. Wer auch immer Satoshi ist, er ist eine der wichtigsten Personen oder Gruppen der Weltgeschichte. So eine Technologie braucht die Menschheit seit Jahrtausenden. Währungsprobleme gibt es, seit die Römer ihre Goldmünzen beschnitten. Jetzt gibt es einen Ausweg. Ich wäre mit Vorhersagen vorsichtig. Es ist ungewiss. Ich bin üblicherweise optimistisch. Die Demokratisierung der Technologie sehe ich als etwas Gutes. Und ich glaube, diese Kraft des Guten wird sich erst noch entfalten müssen. Gut. Der Preis ist wieder bei etwa 200 Dollar. Also fragen mich verschiedene Freunde, ob ich nicht einige Bitcoins in Dollar auszahlen lassen sollte. Der Preis wäre ja so hoch und ich sollte doch Dollar daraus gewinnen. Nein, sie sehen es einfach nicht. Ich habe so viele Menschen getroffen. Sie alle vereint die Entschlossenheit, sich Widrigkeiten zu stellen und ihren Ideen und Überzeugungen zu folgen. Wenn jemand verrückte Ideen ausprobiert, geht es oft schief. Alle lachen einen aus und sagen, es wäre eine dumme Idee gewesen. Manchmal aber klappt es. Und so ist es wohl auch bei Bitcoin. Der Beschluss, unsere Regulierungen auf virtuelle Währungen zu erweitern, sollte als positive Entwicklung gelten. Ich bekunde hier meine Überzeugung, dass digitale Währungen eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit sind. Wir sind begeistert ob des Potenzials digitaler Währungen und Wirtschaften zum Wohle der Gesellschaft. Diese neueste technologische Generation stellt einen gewaltigen Sprung nach vorne dar. Sie sind dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Es ist schon seltsam, dass wir den Erschaffer von Bitcoin nicht kennen. Die Frage nach ungeklärten Risiken ist da also verständlich. Es war aber nicht Al Gore, oder? Das könnte gewaltige Folgen haben. 2013 gelangte Bitcoin in den Mainstream. 2014 begann mit einem Paukenschlag. Als wir unseren Film fertigstellen wollten, wurde Charlie Schramm bei der Rückkehr von einer Konferenz in Amsterdam verhaftet.
Ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft für seine Aktivitäten bei BitInstant. Am Flughafen wollte ich gerade durch den Zoll. Da kamen drei Agenten von vorn und vier von hinten und forderten mich auf, mitzukommen. Sie brachten mich in ein Verhörzimmer und sagten, ich wäre wegen Geldwäsche, Finanzdienstleistungen ohne Genehmigung und nicht gemeldeter verdächtiger Aktivitäten verhaftet. Der Anzeige zufolge hatte Charlie Bitcoins an einen Zwischenhändler der Silk Road verkauft. Der Hausarrest nervt. Ich kann nicht mal vor die Tür. Nur zum Anwalt ein- oder zweimal die Woche. Ich habe meine Freiheit und meine Arbeit des letzten Jahres verloren. Charlies Verhaftung war nicht der einzige Schlag für die Community. Seit Monaten gab es Gerüchte, Mt. Gox wäre insolvent. Im Februar ging die Seite vom Netz. Haben Sie noch Bitcoins? Lassen Sie mich rein. Haben Sie sie noch? Ich rufe die Polizei. Ich fasse sie nicht an. Bleiben Sie draußen. Die Gerüchte waren wahr. Es gab mehrere Schwachstellen in unseren Systemen, durch die wir Bitcoins verloren haben. Dies hat alle unsere Kunden stark beeinträchtigt. Wir entschuldigen uns daher in aller Form dafür. Mt. Gox hatte angeblich durch einen Hack Bitcoins im Wert von einer halben Milliarde Dollar verloren. Mark musste als CEO zurücktreten. Mt. Gox war bankrott. Eine Zeitschrift behauptet, sie hätte den mysteriösen Erfinder der globalen digitalen Währung Bitcoin gefunden. Er äußerte sich am Abend, bestreitet aber jede Verbindung zu Bitcoin. Haben Sie Bitcoin erfunden? Keine Fragen. Ich will erst mal Mittag essen. Wir haben Fragen zu Bitcoin. Ich habe mit Bitcoin nichts zu tun. Wer dann? Erst zahlt jemand mein Mittagessen. Was Großes. Ja, das ist gut. Oh ja. Wo ist Ihres? Newsweek zufolge war der Name des Erschaffers kein Pseudonym. Ihre Spur führte sie zu einem 64-jährigen Mann mit japanischen Wurzeln in Los Angeles namens Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Nakamoto bestritt die Verbindung und versprach, seine Geschichte im Tausch gegen ein Mittagessen zu erzählen. Ich bin hier, um meinen Namen reinzuwaschen. Ich habe nichts mit Bitcoin zu tun. Ich habe es nicht entwickelt. Ich war anderweitig als Ingenieur tätig. Bei all dem Medienrummel fiel die Geschichte von Newsweek in sich zusammen. Lücken in der Erzählung offenbarten es als reinen Boulevardjournalismus. Es gab keine Belege für eine Verbindung von Dorian und Bitcoin. Inmitten all der Verwirrung erschien am gleichen Tag ein Beitrag auf Satoshi Nakamotos vormals inaktiver Profilseite. Er lautete: Ich bin nicht Dorian Nakamoto. Vielleicht erfahren wir nie, wer Bitcoin erschuf. Aber eigentlich ist es auch egal. Bitcoin gehört allen. Wir erschaffen die Zukunft. Setz 100.000 in Market Orders, mach schon. Warum? Was ist los? Kauf Bitcoin für 100.000. Warum? Mach! Ich will nicht. Mach! Du schuldest mir 100.000, los! Ich schick dir 100.000. Kauf jetzt 100.000. Das sprengt doch das Volumen. Letzter Aufruf, Satoshi Square. Stimmt das?
1 NPW, ja. Und ich gebe dir 0,18 für Bitcoin T-Shirt. Fertig. Danke. Danke. Ich trage es mit Stolz. Wie deklariert man Bitcoin-Verluste? Zeigt man dem Finanzamt eine anonyme Online-Transaktion? Was, wenn man den Schlüssel verliert? Wie deklariert man das bei der Steuer? Okay, Leute, wir spielen heute Bitcoin Blockchain Himmel und Hölle. Oh, alle Bitcoins sind weg! Wer ist Satoshi Nakamoto? Das behalte ich für mich. Weißt du's? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt 1,5 Bitcoin. In 10 Jahren bin ich also wahrscheinlich richtig reich. Wenn man darüber nachdenkt, ist es zum Wohle der Menschheit.